Ich darf eine Stunde lang keine einzige Karte im Mega-Auswahlmodus wählen und muss versuchen, mit den völlig von Supercell zusammengebauten Decks zu gewinnen. Doch ob mir das gelingt und ob ich diese Challenge vielleicht sogar innerhalb der Stunde komplett schaffe, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt, plus heute Abend im Livestream dabei sein. Und nicht vergessen, gerne auch Copic Spring gratis im Shop eintragen. Kuss geht raus und wir gehen rein. Der Counter läuft und ab jetzt dürfen wir keine Karte wählen. Wir werden alle Karten jetzt von Supercell gewählt bekommen, heißt, wir haben absolut keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Wir lassen jedes Mal schön die Zeit runterlaufen. Wir können ja mal schauen, was wir in dieser Auswahl haben. Unser Gegner Lord Snow aus dem Clan Clan, schon mal an der Stelle sehr, sehr kreativ, pickt hier den Schweinereiter zuerst. Daran merkst du eigentlich schon, dass er nicht allzu viel auf der Pfanne hat. Jetzt hoffen wir einfach auf... Spirefield ist okay. Ich würde aber gerne einen Spell haben. Pfeile, Zap, Log, Luftpost, alles starke Karten. Die Rakete würde ich tendenziell eher weniger feiern. Fire Spirit ist schon mal gut, aber ich hätte tatsächlich sehr, sehr gerne noch einen Spell oder eine weitere Psychotruppe. Das wäre mir schon mal sehr... Ich meine, man muss eine Sache sagen. Die Elixierpumpe ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir wollen ja jetzt nicht ranten, ne? Wir wollen die Karten fair beurteilen. Einer schreibt in den Chat, kein Building würde krachen. Du hast recht, deswegen hat Supercell mir sehr, sehr dankbarerweise die Pumpe als Gebäude gegen den Schweinereiter gegeben, Kapi. Der Gegner pickt jetzt Koboldfass und ich befürchte beinahe, es könnte hier richtig scheppern. Wir machen das so lange, also wir machen das wirklich eine Stunde lang, egal wie wir in dieser Challenge stehen. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Moin, moin, Benjamin. Wir machen eine Stunde lang genau dieses Experiment und es wäre sehr, sehr geil, wenn zumindest eine Win-Condition... Okay, ey, Skelly Barrel ist okay. Zwar pickt mir Supercell das Skelettfass genau in die Pfeile rein, aber wir wollen uns natürlich über eine Win-Condition jetzt erstmal nicht beschweren. Ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass ich eine Win-Condition habe. Jetzt ist die Frage, bekomme ich noch eine? Vielleicht zum Beispiel Speedy Ballon. Der Ballon lacht mich die ganze Zeit schon in der Mitte an. Wutzauber. Nun, immerhin muss man sagen, okay, wir haben einen kleinen Zauber. Es ist zwar der schlechteste kleine Zauber, den wir gegen das Barrel hätten bekommen können, aber wir haben einen kleinen Zauber. Problem ist, unser Gegner Lord Snow, der schießt sich hier gerade auf Bait ein. Und gegen Bait wäre natürlich gut, jetzt auch einen weiteren Zauber zu bekommen. Da gibt es wieder ein Problem. Probleme häufen sich. Dieses Problem lautet, es gibt keinen guten Zauber mehr gegen Bait. Pfeile und Lock sind cleverer. Ich würde mich an sich freuen. An sich freue ich mich gerade wirklich extrem. Jetzt haben wir nur noch ein kleines, aber ein klitzekleines Issue. Wir haben bisher keine normale Karte. Wir haben zwei Win Conditions. Wir haben einen kleinen Spell, wir haben eine Psyche-Karte und wir haben eine Pumpe. Und jetzt bitte eine normale. Und das, meine Freunde, das ist eines der leckersten Dinge in der Erdgeschichte. Denn diese Flugmaschine könnte, sie könnte mich ganz weit nach vorne bringen. Unsere erste normale Karte, direkt eine Karte, die der Gegner gefühlt nicht kontern kann, so richtig. Und jetzt ist die Frage, der Gegner pickt die Nachthexe. Was hat er jetzt gegen die Flugmaschine? Beziehungsweise, was können wir jetzt hier noch bekommen? Ich würde mir sehr wünschen, Guards. Guards wären sehr, sehr krass. Ritter wäre auch sehr, sehr krass. Ritter wäre Loki eine richtig geile Karte oder Fischer. Wenn wir jetzt Fischer bekommen, dann glaube ich an den Clash Royale Gott. Ich will es nicht. Mein Gegner pickt Bait. Er pickt ein vollkommenes Bait-Deck. Man fragt sich, warum da eine Nachthexe drin ist und ein Schweinereiter. Er pickt bitte, bitte, bitte. Ja! Und da ist der Glaube an den Clash Royale Gott zurück. Wichtig. Und jetzt pass auf. Jetzt geht es los. Wir haben die Rakete bekommen. Aber letzte Karte ist der Fischer. Ich hab's gesagt. Der Glaube an den Clash Royale Gott wurde soeben restored. Er ist wieder da. Let's go. Er ist wieder back im Business. Okay, der geht damit. Schweinereiter hinten. Man fragt sich natürlich jetzt, woran er die Legen hat. Wenn wir ihm... Ich habe mit seinen Truppen Alt-F4 gedrückt. Ich habe Alt-F4 auf seine Truppen gedrückt. Ich habe gerade Alt-F4 auf seine Truppen gedrückt und Benjamin haut einen Zap für H-Hacky raus. Benjamin, du machst hier alles richtig. Du giftest nämlich einen Zap, wo der Zap einfach mal nur 2,99 € kostet. Benjamin, du bist der Allerbeste nach dem Clash Royale Gott, denn der Kollege hat mir gerade einfach mal den Fischer gegönnt. Jetzt gibt es so eine Situation, die finde ich eigentlich geil. Weil wir haben RG und natürlich liegt es natürlich auch an Core Big Spin. Ne? Darf man natürlich nicht vergessen, auch Core Big Spin hat hier eine sehr, sehr große Bedeutung in diesem Spiel, natürlich bei der, bei dem Kartenglück. Wir setzen jetzt einmal die Fluge an. Das Geile ist natürlich, der Gegner wird jetzt, genau jetzt hier oben wird er den Little Prince spielen. Warte, guck. Schade, komm nicht rein. Dafür denkt sich der Gegner, Rascals hinten ist ein guter Play.
Ich würde jetzt einmal in Frage stellen, ob das so ein guter Play ist, aber ich glaube, bei diesem Gegner wird es scheppern. Fabian ist im 15-Monat-Schritt rein da. Vielen, vielen Dank. Wir sind direkt am Turm mit dem RG gewesen. Die Frage ist jetzt, was machen wir in so einer Situation? Ich habe aber... Ich wollte eigentlich sagen, ich habe die Lösung. Das Problem ist, jetzt habe ich gar nichts. Wir müssen das Ganze jetzt so machen. Sieht extrem dämlich aus und ist tatsächlich auch extrem dämlich. Wir müssen halt seinen Turm gleich einfach nur in einem einzigen Push bekommen. Wir müssen es irgendwie schaffen. Ich befürchte aber, es könnte schwierig werden. Denn wir haben nach wie vor absolut keine Auswahl gegen das Kohlfass. Wir haben nichts gegen das Barrel und wir haben nichts. Also wir haben eine Karte gegen den Hawk, die ich aber gleichzeitig offensiv verwenden muss. Und jetzt könnte es hier ordentlich scheppern. Wir setzen einmal diesen royalen Riesen ein. Jetzt müssen wir irgendwie darauf hoffen, dass wir in irgendeiner Form Raketenspellio bekommen. Raketenspellio hier wäre bereits gegeben. Das Problem ist, sie ist auch de facto... Aber Pfeile raus, warte, Pfeile raus, was ist das? Warum macht er das? Warum spielt er Pfeile raus, du Idiot? Er spielt Pfeile raus, du Idiot, Hilfe. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, der Fischer ist da, ja. Hier gibt es so eine Flugmaschine, zack. Jetzt ist die Frage, was der Gegner macht. Wir sind dran. Wir sind Dranus Maximus an seinem Turm. Der Turm wird fallen. Der Turm... Er fällt nicht, aber wir haben recht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Barrel wird geworfen. Wir setzen den Kollegen hier ein. Zack. Es ist okay. Es ist okay. Der Wutzauber sollte eigentlich reichen. Zumindest hoffe ich das. Das haben jetzt meine Recherchen ergeben. Geben einmal das Scanny Barrel zu messen. Zack, jetzt kommt der Hawk hier ran. Da müssen wir jetzt irgendwie sowas Kreatives machen. Bitte reich, 58, wichtig. 58 habe ich nicht so wichtig. Oh, let's go. Machen das Ganze so. Zack, werden hier direkt einmal ragen. Ich habe ein kleines Problemchen. Und zwar die Tatsache, dass dieses komische Guardian-Viech an meinem Turm dran ist. Aber er hat nicht mit dem royalen Riesen gerechnet. Der royale Königsriese. Bitte. Tritt die Arena und flaumt den Gegner komplett um. Und genau da sehe ich mich. Es ist gut, wir sind dran. Wir sind dran, Freunde. Wir sind dran. Das große Problem ist nur, wir müssen jetzt irgendwie beide Türme verteidigen. Ich bin mir halt nicht sicher, wie wir das machen wollen. Ne? Okay, es juckt die nicht. Wir machen das so. Oder besser gesagt, wir müssen es so machen. Wir müssen ja auch den Wutzauber reinhauen. Mit Glück kriegen wir vielleicht noch einen Dix hier zusätzlich generiert. Hier gibt es den Fischer und dann müssen wir sowas hier machen. Ach, Digga, es ist schon wieder zu viel für meine Nerven hier gerade. Er hat nur Pfeile, 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 los, bitte! Er hat nicht nur Pfeile. Er hat Pfeile und Lock. Er hat Pfeile und Lock. Ich kriege direkt im ersten Spiel einfach auf die Fresse. Ich kriege auf die Fresse, weil ich Rakete, Royal Giant, aber egal, wir machen weiter. Alles gut, wir sind 0-1, gar kein Problem. Für die Zukunft bedeutet das, wir schaffen es natürlich weiter. Klar, jetzt spielen wir gegen Real Fabian Z12. Und wir wählen einfach wieder keine Karte. Das Gute ist, Supercell gibt uns jetzt nach jedem Game die Möglichkeit, uns mit dem letzten Game zu befassen. Heißt, wir können jetzt überlegen, okay, was haben wir falsch gemacht? Und wenn ich das so analysiere, dann komme ich zu dem Schluss, dass wir nichts falsch gemacht haben. Dass aber der Bowler schon mal eine sehr, sehr gute Karte ist. Über den Bowler kann man sich erstmal nicht beschweren, der ist super. Real Fabian Z12 pickt eine... Alter. Real Fabian. Real Fabian baut sich gerade den Pissbogen. Wenn sich Real Fabian jetzt wirklich den Pissbogen bauen sollte, dann will ich den Chat jetzt hier und jetzt brennen sehen. Dann will ich das X-Bogen-Emo. Oh, Champion! Champion ist geil. Ich hätte natürlich lieber den kleinen Prinz gehabt. Aber Champion, bisher kann ich mich echt nicht beschweren. Bisher haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und bisher subbt auch King Kasa rein. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für diesen Support. Also es sieht bisher... gut aus. Wir haben bisher einen guten Draft, würde ich sagen. Jetzt noch ein... Alter! Was ist das für ein Draft? Ich wähle nix. Niente nada zero, ne? Ihr wisst das. Ich wähle keine Karte und ich habe drei absolute Metakarten. Oder sagen wir, zwei absolute Metakarten und natürlich den anderen Kollegen bekommen. Jetzt habe ich natürlich auf der anderen Seite absolut gar nichts gegen seine Wallbreaker bisher. Das ist jetzt tendenziell eher ungut, aber vielleicht kriegen wir irgendwie die Kurve. Jetzt ein Spellen kleiner. Digga, was ist das? Ich will hier nix. WTF? Also dieses Deck, das ist gerade insane. Ich weiß nicht, warum wir die Karten bekommen, aber wir bekommen sie und das ist krank. Jetzt wäre so geil so ein kleiner Spell. So Pfeile, gib mir Pfeile. Komm, Pfeile, mach auf. Was? Was ist das? Bro. Okay. Sorry. Sorry. Sorry, Digga, ich bin... Bro, was ist das? Digga, was passiert hier? Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Jetzt bitte gönn so RG oder Hoggies. Komm, RG oder Hoggies oder Agent oder irgendwas in der Richtung. Ja, Inferno-Denken ist auch gut. Inferno-Denken ist auch gut. Jetzt ist die Frage, können wir gewinnen? Wir haben richtig gute Karten. Wir haben zwei Zauber. Und jetzt brauchen wir nur eine Winnie. So ein Golem, so Royal Hawk, so ein RG wäre alles fantastisch.
Raskills. Raskills auch gut. Raskills auch gut. Das Game denkt mit. Das Game gibt mir Raskills, nachdem es dem Gegner Feuerball und Pfeile weggepickt hat. Was sehen meine Augen? Dieses Deck gerade ist absolut insane. Ja? Jetzt haben wir hier die letzte Karte. Und jetzt noch eine Winnie. Wäre so geil, ne? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, Bro. Was habe ich für ein Deck? Das ist krank. Das ist zu krank. Also das ist jetzt schon zu krank. Das ist jetzt schon ohne Witz zu krank. Ich habe einfach nichts gewählt, Chat. Ich habe keine Karte gewählt davon. Die alle sind einfach, sie sind einfach random in mein Deck gekommen. Ich habe random ein ganz normales Meta-Deck. Also das ist krass. Das ist wirklich krass. Supercell hat gerade besser gedraftet als 90% meiner Zuschauer. Man muss es so sagen. Und Benny ist obendrein noch im 8. Monat. Kuss für den 8. Monat, Benny. Vielen, vielen Dank. Ist das krank. Also ich weiß wirklich nicht, was hier gerade passiert, ne? Aber das ist wirklich ein Film. Also diese Auswahl ist ein Film. Ein ganz, ganz krasser Film. Wir können jetzt einfach Royal Hawk Skelettdrachen machen. Einfach Royal Hawk Skelettdrachen. Zieht euch das rein. Und der Gegner kann es nicht verteidigen. Selbst wenn der Gegner ein extremst guter Spieler wäre, dann hätte er richtig krass Probleme, mit diesem Draft zu gewinnen. Ihr seht, es scheppert bei diesem Gegner gerade aus allen Ecken und Enden. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass mein Deck einfach komplett insanely geil ist. Bei diesem Deck passt alles. Wir haben alle Karten bekommen, die wir haben wollen, Freunde. Ich weiß nicht, was das erstens für ein Vergleich natürlich ist, wenn wir uns das erste Game und jetzt das anschauen. Aber ich weiß auch nicht, den wollte ich eigentlich nicht setzen, aber ist okay. Eigentlich sollte ich nicht setzen, aber da war Spucker auf dem iPad, weil ich gerade so rumgerotzt habe. Aber die Verteidigung steht trotzdem, ne? Also wir sind trotzdem am Start. Und die Welt ist in Ordnung, ja? Also alles ist hier noch gut. Jetzt ist die Frage, er hat Kobold, okay. Wie bekommen wir das jetzt hin? Ich würde eigentlich sagen, wir setzen wieder einfach Royal Hawks und dann natürlich die Scalex ein, ne? Ganz klar, zack, Klavichosbrühe, zack, rein da. Und die Situation ist fantastisch, ja? Es sieht super aus, super duper. Der Gegner wirft jetzt einen Schneeball drauf, ja, der Bowler ist aber voll dran. Auf der anderen Seite haben wir auch einen voll dranigen Skelettdrachen, ja? Und dieser Gegner, der weiß nicht, wo oben und unten ist. Der hat absolut gar keine Ahnung, weil ich aber auch einfach das geilste Deck im Universum bekommen habe. Ich sage es euch jetzt unübertrieben. Ich hätte kein besseres Deck bekommen können. Ich hätte kein besseres Deck mir wirklich ausmalen können im Kopf, das ich von Supercell hier gebaut bekomme. Es ist wirklich insane. Das ist wirklich das beste Random-Deck, das ich jemals bekommen habe, weil alles einfach Sinn ergibt. Wir spielen hier schon die Scale-Decks rein. Und der Gegner, der denkt natürlich, warum hat mein Gegner so lange gebraucht, beziehungsweise eigentlich müsste er sich denken, dass es ja Sinn ergibt, warum ich so lange gebraucht habe, weil mein Deck einfach perfekt ist. Das heißt, er denkt sich, okay, beim nächsten Mal lassen wir wahrscheinlich auch lange Zeit. Er hat leider nur nicht gecheckt, dass ich mir nicht nur lange Zeit gelassen habe, sondern dass verdammt nochmal Supercell mein Deck gebaut hat und ich absolut null Anteil, außer natürlich meiner Wunschesäußerung, an diesem Sieg habe. Das Game ist einfach durch und Green Fabian ist komplett bedient, wird von einem tausendmal besseren Deck zerstört und weiß nicht, was abgeht. Und das ist das Geile. Wir gehen natürlich weiter rein. Erster Sieg, 1-1, Moin Marcel, machen weiter und wählen wieder ganz entspannt. Keine Karte. F an Fabian auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, was gibt's hier? Es gibt Poison Graveyard. Wenn wir jetzt hier Poison Friedhof bekommen, ne, dann verliere ich den Glauben. Dann glaube ich wirklich, also dann ist irgendwas hier schief. Friedhof, Poison. Wäre extrem krank. Oder aber, es gibt auch sonst geile Karten. Es gibt Barbel, Zap, es gibt Feuerball und Poison als große Spells. Auch das ist sehr, sehr geil. 5 Subs, wenn du eine Karte blickst, die du bekommst. Okay, ich sage, ich werde in diesem Draft die Barbaren bekommen. Ich sage, ich werde noch die Barbaren bekommen. Das ist mein Call. Barbaren macht mich stolz. 5 Subgifts von Kurs einem Kasimir, wenn ich die Barbaren bekomme. Ich halte beide Hände oben, wenn das jetzt die Barbaren werden, ne? Wenn das jetzt die Barbaren werden. Scheint Skelly Golem. Oh, Prinz. Okay, der Gegner pickt Tesla und Royal Hawks. Bisher haben wir Giant Skelly Prince. Giant Skelly Prince ist nicht sonderlich geil. Aber wir akzeptieren es natürlich, ne? Wir werden es natürlich akzeptieren. Jetzt pickt der Gegner Royal Hawks und die Goblin Gang. Und ich ahne bereits Böses. Jetzt bitte. Gönn Babs. Es geht um 5 Subgifts. Supercell. Mach mich reich, bitte. Gönn Babs. Babs. So close.
1 drunter. Gönn, Bab. Gönn, Babs. Bitte, Babs. Los, Supercell. Macht mich reich. Ich stecke auch alles wieder in eure überteuerten Angebote. Los. Gönn, Babs. Gönn, Babs. Gönn, Babs. Gönn, Babs. Gönn, Babs. Na, Poison. Poison auch gut. Poison auch super. Wenn wir die Babs nicht bekommen sollten, ja? Wenn wir die Babs nicht bekommen sollten, dann ist natürlich trotzdem völlig in Ordnung, wenn wir gute Karten sonst bekommen. Und der Poison ist so eine gute Karte. Der Gegner pickt natürlich den kleinen Prinz. Klar, hat er zwar 5 Karten zu spät gepickt, aber er pickt ihn. Und jetzt bitte, ich will einfach nur die Babs. Guck mal, es sind auch nicht mehr so viele Karten am Start. Heißt eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir machen das mathematische Experiment ohne zurücklegen, dass die Babs jetzt kommen, die steigt. Bitte, Babs, 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 Babs. Nein, Dicker. Babs, noch 3 Karten, bitte. Bitte, bitte, bitte. Gönn Babs, gönn Babs. Oder Friedhof. Friedhof wäre ich auffallen. Da hätten wir Friedhof Poison. Das ist super. Aber bitte, Babs, 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 bitte. Gönn, gönn Babs, bitte, Babs. Oh, nein. Nein, der Grüne. Ich will den Grünen nicht spielen. Ich hasse den Grünen. Wir haben keine Anti-Air, by the way. Und das weiß der Gegner. Es scheppert. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich die Babs wirklich haben will. Aber eigentlich will ich die Babs doch haben, weil es geht um 5. Och, Dicker, wer ist er? Er pickt Tesla, Inferno-Turm-Ballon. Er ist auch wirklich die größte Ente. Das Problem ist halt, ich komme halt nicht durch, weil ich habe selber keine Win-Condition. Er hat Goblin Gang gegen Prinz. Er hat Tesla und Inferno-Turm. Bitte, 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 Babs, Babs, Babs. Nein, nicht die Prinzessin. Wobei, die könnte möglicherweise Value bekommen. Die könnte möglicherweise Value bekommen, aber jetzt habe ich nur noch einen Slot für die Babs. Wie krass wäre der Plot-Twist, wenn er mir jetzt einfach die Babs... Okay, macht's nicht. Er pickt die Sperrkugel. So, bitte, bitte, bitte. Ich glaube jetzt an den Clash Royale-Gott. Wenn du mir jetzt die Babs gibst, gib mir die Babs. Barbaren, jetzt los. Ich bekomme 5 Subgifts. Babs! Nein, oh mein Gott. Mega wie die Gegend tun. Mega wie die Gegend tun ist wichtig und richtig. Wir haben keine Barbs, aber wir haben ein, ich würde sagen, an sich sogar einigermaßen vertretbares Deck. Wir haben den Bomber gegen die Royal Hawks. Und der Gegner setzt die Gang. Wie geil ist er bitte? Der Gegner setzt die Gang in, aber das war sogar gut von ihm, weil der kleine Prinz überlebt das Ganze for some reason. Dadurch geht der kleine Prinz mir jetzt ehrenlos auf den Senkel. Wir müssen jetzt hier das Meganische spielen, um unsere Giant Skelly zu protecten. Aber das Gute ist, der Gegner kann nicht gleichzeitig mit Loon reingehen. Weil er kann sich verteidigen, wenn er Loon reingeht. Ne? Das heißt, er braucht jetzt ein Gebäude unbedingt, 100%. Er muss sein Gebäude jetzt spielen. Zack. Wo kommt das Gebäude? Hallo? Hey, Olli. Olli, Olli. 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 Olli hat gedraftet wie Flasche voll. Und gespielt wie Flasche leer. Wow. Das gibt ein Wow. Olli denkt sich, nach Weihnachten gehen wir das Ganze erstmal ganz entspannt an. Olli hat sein iPad mit in den Weihnachtsurlaub genommen. Das ist krass. Und er verteilt Geschenke. Können wir über Olli sprechen? Ich glaube, wir müssen drüber reden, Chat. Wir müssen über Olli reden. Wir müssen ganz dringend über Olli reden. Meine ersten beiden Gegner, die haben es versucht. Aber Olli juckt es nicht mal im Ansatz. Internetprobleme call ich. Der hat auf keinen Fall Internetprobleme. Der hat Probleme in seiner geistigen Glasfaserleitung, das ist alles. Der hat noch den Wurzelzauber von Weihnachten, Intus. Das ist krass. Also ich weiß nicht, aber unter dem nächsten Christbaum sollte dann vielleicht mal ein Coaching liegen. Was ist das denn? Er spielt Tesla, er denkt, er hat den X-Bogen gesucht. Er hat vergebens den X-Bogen gesucht. Und Olli wird in dieser Challenge, so leid es mir tut, wenn er so weiterspielt, ganz entspannt 0-3 gehen, wenn er nicht schon einen Sieg hat. Das Game ist durch. Bei Olli scheppert es aus allen Enden und Ecken. Da ist gar nichts los. Bei Olli ist Ausverkauf. Der Kollege hat komplett versagt. Ja? Er hat komplett versagt. Und genau deswegen gehen wir in die nächste Runde. Wir stehen 2-1. Hat er auch gutes Spiel geschrieben? Ja, super. Gutes Spiel, fantastisch. Wir gehen rein. Jetzt bin ich gespannt, was wir jetzt hier haben. Wir haben... Okay, wir haben jetzt verschiedene Karten. Wir haben verschiedene Karten, welche ich favorisiere. Feile Snowball wäre eine geile Kombi. Kleiner Prinz wäre geil.
Phoenix, Skellydrax, Ebus. Wir haben sehr viele gute Karten. Und das ist keine davon. Das ist offen gesagt keine davon. Aber wir akzeptieren natürlich auch hier unser Schicksal, ne? Rekruten kommen rein. Und jetzt ist die Frage. Nun, ich glaube, jetzt könnte es hier richtig kesseln. Wir spielen gegen Rekruten Sparky. Sein First und Second Pick sind Rekruten und Sparky. Und ich bekomme Ballon. Also ein elektronischer Magier wäre jetzt so unendlich geil. Das ist wirklich, also wenn ich jetzt einen elektronischen Magier bekommen würde, dann wäre das Gleichgewicht in Clash Royale wiederhergestellt. So close. Aber Skellydrax sind auch gut. Skellydrax sind auch gut. Es gibt keinen Feuerball, es gibt nur Poison. Das ist sehr, sehr gut. Aber der Gegner pickt den Ebus. Der Gegner auf einmal auf der Elektroschiene. Seine letzten drei Karten waren alle Blitzkarten. Jetzt wird er wahrscheinlich schon den Lightning picken. Da hat er nur Blitzkarten im Deck. Das ist super. Jetzt wäre sehr, sehr geil. Raskills, Phoenix. Phoenix wäre extremst geil. Phoenix wäre giga geil. Warum trifft es immer mich? Warum trifft es immer mich? Warum trifft es immer mich? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich möchte einfach nur Clash Royale spielen. Ich bekomme Ballon, X-Bogen und Royal Hawks. Und ich spiele gegen Sparky Rekruten Doppelgebäude. Valkyrie. Ich meine, immerhin ist das Game schlau. Das Game pickt dem Gegner seine Royal Hawks Konter weg. Dabei beachten wir jetzt gar nicht, dass der Gegner den Bombenturm hat. Das lassen wir mal so durchgehen. Bekro, kriegst du deinen Sub, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Das ist eine Sache, die während des Games gut läuft. Kanone, klar. Kanone, super Karte. Der Gegner pickt den Poison. Und jetzt noch eine Karte. Retten würde mich jetzt sowas wie... ich weiß gar nicht, was mich überhaupt retten würde. Phoenix wäre sehr, sehr geil. Phoenix wäre geil. Phoenix wäre so eine richtig geile Karte jetzt. Phoenix wäre geil. Auch ein Spirit wäre okay. Alles andere wäre Müll. Oh! Wichtig! Der Glaube ist wiederhergestellt. Der Glaube ist wiederhergestellt. Er ist wiederhergestellt. Es ist der Phoenix. Es ist der Phoenix. Es ist der Phoenix. Und das ist wichtig und richtig. Aber dazu muss ich erstmal die Nase geputzt werden. Und jetzt haben wir trotzdem ein Problem. Wir müssen jetzt hier solche Royal Hawks bringen. Und dann hier den goldenen rein. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben vor allen Dingen ein Elixier-Problem. XK-Boffel, Kuss für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Ehre. Jetzt ist die Frage, was genau machen wir hier? Der Gegner hat, glaube ich, keine Win-Condition, wenn ich das richtig sehe. Er hat Sparky Rekruten als Winnie. Was macht er eigentlich gegen die Ballonbrücke? Ach, der hat einen E-Wiz. Ich habe mich fast übergeben gerade, WTF. Er hat einen E-Wiz. Das ist natürlich... Ach, der hat er auch noch. Ja, perfekt. Da habe ich gar nicht gefragt, chillig. Ich würde sagen, wir bringen hier einmal die Valkyrie rein. Zack. Mal gucken, was der Gegner dagegen macht, ob er überhaupt irgendwas machen wird. Es regt sich bei ihm nichts, also spielen wir die Skellydrakes. Und die sind natürlich jetzt goated. Weil der Gegner muss gegen diese Skellydrakes irgendetwas unternehmen. Macht dagegen aber gar nichts. Der macht 0, niente, nada, zero. Und damit ist der Spin. Und wer hätte das gedacht nach diesem katastrophalen Deckeinstand im Schadensvorteil? Der Spin ist Advantage. Wir sind im Advantage. Advantage ist eine sehr, sehr leckere Sache, in der wir uns gerade befinden. Jetzt haben wir nur ein Problem, wenn der Gegner hier hinter wieder seinen Sparky ballert, dann könnte es eng werden, aber er macht es nicht. Er ist nicht so gut im Picken, sondern auch im Spielen. Das ist doch die Kombination, die wir uns in unseren feuchten Träumen wünschen. Was? Wir haben jetzt hier eine Situation, die natürlich super gut für uns ist, denn wir haben einen Phoenix auf dem Feld, den der Gegner eigentlich noch verteidigen muss. Und wir haben weniger Schaden bekommen als gemacht. Wir setzen jetzt hier einmal die Kanone ein. Nein, machen wir nicht. Wir setzen den Golden Knight ein, zack. Und schauen uns jetzt gemeinsam an, was der Gegner dagegen machen wird. Vermutlich wird es ein Sparky sein, genau. Der Sparky kommt jetzt brückig und das könnte für uns jetzt brüchig werden, wenn der jetzt nicht chargt. Aber er chargt. Nun, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Aber ist egal. Wisst ihr, warum es egal ist?
weil das Bin natürlich hier noch auf ganz entspannt die Royal Hawks hat. Und jetzt hat der Gegner ein Problem. Er muss den Bomb Tower einsetzen. Er braucht aber auch noch den Tesla. Und genau da ist doch Spinno Fantastico am Start. Es ist ein schöner Hit. Aber der Gegner bekommt es gut verteidigt. Muss man ja sagen, der Gegner macht ja einen einigermaßen guten Job. Doch jetzt muss ich leider das tun, wovor ihr euch, wofür ich mich auch ehrlicherweise schäme. Ich muss den Pissbogen an der Brücke spielen. Ich habe leider keine andere Option. Ich muss es tun. Manchmal muss man moralische Ansprüche an sich selbst und die Umgebung zurückstellen, um eben dann, sage ich mal, tatsächlich einen spielerischen Erfolg zu haben. Problem ist, ich habe jetzt meine Ansprüche zurückgestellt und spielerischen Erfolg habe ich trotzdem nicht gehabt. Setzen wir den Golden Net hier ein, zack. Der geht dann mit einer einigermaßen guten Zündung. Ja, er lässt aber auch wieder die Viecher durchgehen. Jetzt ist die Frage, was wird hier passieren? Wir machen das Ganze einmal so. Zack, leider schiebt der Ballon irgendwie da gar nichts durch. Wir machen das jetzt aber so und jetzt ist es ganz lecker sogar. Aber jetzt hat der Gegner keinen Dingens mehr, ne? Er hat keinen Dingenskirchen mehr. Heißt, jetzt können wir die Royal Hawks ersetzen und die Scalers. Der Gegner hat jetzt nur noch Sparky oder Rekruten. Und das ist natürlich fabulös, weil jetzt können wir hier gar... Und es ist so geil. Guckt es euch doch an. Wir gewinnen mit X-Bogen, Royal Hawks und dem anderen Ding, was ich gerade nicht mir gemerkt habe. Mit was haben wir noch? Achso, wir haben noch den Ballon, genau. Mit diesem Deck gewinnen wir. Wir gewinnen gerade gegen diesen Gegner und der Gegner fragt sich, was ist da los? Ja, der hat gar keine Ahnung. Machen das Ganze einmal so, zack, werden jetzt hier zünden. Und wir sehen jetzt hier beim Gegner grande Katastrophe auf zwei Beinen. Diesem Gegner schmeckt dieser Bombtür überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob er es weiß. Er muss auf jeden Fall da noch was reinspielen, ansonsten scheppert es ihm komplett alles weg. Der Gegner spielt einen wilden Tesla. Aber ich glaube, der Gegner hat noch nicht so ganz verstanden, worum es hier konkret geht. Bei ihm brennt die Bude gerade lichterloh, ja? Und er ist auch kein Feuerlöscher. Der hat kein Feuerlöscher in der Wohnung. Der verstößt gegen die Brandschutzverordnung. Da ist gar nichts los. Das Game ist durch. Und damit geben wir natürlich hier auch ein gutes Spiel. Und machen mal das, was mit seinem Evos gerade passiert ist. Nämlich das Grillungs-Emote. Wir gehen natürlich weiter rein. Wir sind jetzt hier gerade 3:1. Und ich muss sagen, dass immer die letzte Karte absolut geil ist, ist fantastisch. V-Sync FNB. Hey, kriegst du deinen zweiten Monat? Du machst ja alles richtig. Ihr wisst ja, Twitch Prime ist eine kostenlose Angelegenheit. Auf YouTube könnt ihr natürlich auch gerne Mitglied werden. Auf Twitch ist es so, dass es da die Möglichkeit gibt, kostenfrei mit Twitch Prime zu abonnieren. Und jetzt wünsche ich mir einen Spell und einen Evus. Ich fühle den Evus so doll, ich wünsche ihn mir einfach. Widerreiterin. Widerreiterin ist schon mal eine Winnie. Eine Win-Condition kann man nehmen. Was auch geil wäre, wäre wieder der Fischer. Weil der Fischer ist in diesem Modus eine Karte, die wirklich komplett underrated ist. Wir gucken, was passiert. Neidu, hey, Neidu ist gut. Neidu ist ein guter Spell, das schmeckt. Jetzt ist die Frage, gibt es noch irgendeine Truppe, die mit Neidu eine Synergie hat? Und das ist keine. Und der Gegner pickt mir meinen elektronischen Magier weg. Und das finde ich sehr, sehr schade, muss ich ehrlich sagen, da ich ihn sehr, sehr gern gehabt hätte in meinem Portfolio. Ich bin mir nun nicht ganz sicher, was der Gegner jetzt hier machen wird. Aber wir müssen jetzt hier irgendwas ins Spell noch. Bats. Bats sind schlecht. Bats sind offiziell schlecht. Es gibt Zap. Es gibt den Evus. Bats sind Müll. Aber wir versuchen natürlich auch mit Müll klarzukommen. Dementsprechend, ne, ist ja klar. Ich glaube, dieses Deck fordert von uns die Transformation ein Klärwerk. So viel Mist, wie wir gerade im Deck haben. Jetzt wäre noch was Geiles, so ein... Ich glaube, die Rekruten sind gar nicht mal so unfassbar schlecht. Ich glaube, die sind gar nicht so unfassbar schlecht, to be honest. 20 Subs, wenn E-Barbs, schreibt Wayne TV. Dann hätte ich natürlich jetzt sehr, sehr gerne die E-Barbs. Wenn ich jetzt die E-Barbs bekomme, ne? Es wäre komplett ehrenlos. Es wäre wirklich komplett ehrenlos. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bekomme ich jetzt die E-Barbs? Wir werden es sehen. Oh, wie lecker wäre das. Wie lecker wären jetzt... Och, Mann, die Müllkarte schon wieder. Immer wenn wer reinschreibt, yo, so und so viel Subs für das und das, bekomme ich das Giant Skelly. Immer. Aber wir haben ja noch drei Karten. Wir haben ja noch drei Karten offen. Irgendwas gegen Luft wäre noch ganz geil. E-Buffs wären wirklich... Also E-Buffs wären jetzt... Ach, Dicker, der Müllgolem. Der Müllgolem. Es ist... Aber was pickt sich der Gegner da? Der Gegner spielt nicht Clash Royale, der spielt League of Minitanks. Jetzt packt er den Tesla aus und... Ich bin das Kobaltfass. Er hat irgendwie immer noch nicht so richtig gegen Bats. Wie will er eigentlich Bats clearen, wenn ich sie einmal defensiv einsetze und er keinen Evus mehr hat? Das ist die große Frage. Ja, Esso, das Geile ist ja, für Wayne wäre es sogar günstiger, wenn jetzt die E-Bubs kommen, weil aktuell gibt es 25% Rabatt auf Subgifts. Ja, guten Abend. Ryomen Sukunawo ist im 34. Moin, BG hat zu Weihnachten... Ich habe keine Ahnung, was bedeutet, aber Kuss für die 34. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und noch mehr freue ich mich jetzt über die Tatsache, dass die E-Bubs kommen. Er hat Friedhof, aber er hat nichts gegen Bats.
Die Bats werden mir das Game carryen, so wie es aussieht. Wenn jetzt die Elite-Barbaren kommen, bitte gönn. Gönn Alga, algisiere mich. Elite-Barbaren, algisiere mich. Gebt mir die E-Bubs, los. Gebt mir die E-Bubs. Ach, meiner. Meiner ist okay. Ich glaube, wir haben ein okayes Deck. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Ja. Man kann damit arbeiten. Jetzt ist die Frage, was... Also ich bin mir nicht ganz sicher, ne? Aber ich habe die Vermutung, bei dem einen oder anderen Spieler ist festzustellen, dass der eine oder andere Spieler, der diesen Modus zockt, einfach mal mittelschwer einen am Sender hat. Der Typ spielt Friedhof in nichts. Er spielt einfach Friedhof in nichts. Das muss man auch erstmal schaffen. Er startet sein Game mit Graveyard First Play. Also ich sage mal so, das kann man machen, muss man aber jetzt auch nicht, ne? Also zumindest habe ich mal gehört, dass man das jetzt auch nicht machen muss. Vielen Dank übrigens auf TikTok für die ganzen Geschenke. Wir sind bereits bei 344 fabulösen Diamanten. Auch da kann man, by the way, jetzt rein abonnieren. Also tut das auch sehr, sehr gerne. Einer schreibt, wieso wählst du nicht die Karten? Schau mal, der Titel heißt Keine Karten wählen Challenge. Einer auf TikTok schreibt, wieso wählst du nicht die Karten? Mein Liebster, wieso nimmst du beim Fußball den Ball eigentlich nicht in die Hand und wirfst ihn einfach ins Tor? Das wollte ich dich mal fragen. Machen einmal den Miner rein, zack. Und schauen uns jetzt gemeinsam an, was der Gegner hier macht. Der macht dagegen absolut nichts. Bei ihm ist es wieder am Scheppern. Da läuft gar nichts. Es läuft hier überhaupt gar nichts. Null Komma Niente. Wir spielen jetzt einmal die königlichen Rekruten. Und nun die große Frage erneut. Pekka. Aha. Kurze Frage erneut. Was macht er gegen die Bats? Also was macht er jetzt dagegen? So, originale Frage. Auch gar nicht irgendwie ironisch gemeint. Ich frage aufrichtig, was er gegen die Bats macht. Und die Antwort lautet, er träumt da noch heute Nacht von. Der Turm ist down. Und der Gegner hat Friedhof gepickt, ohne auch nur einen einzigen Schimmer davon zu haben, wie diese Karte funktioniert. Er geht in 3, 2, 1 jetzt mit Graveyard rein. Wir ziehen aber alles mit Ice Cream zurück. Fehlalarm. Es kommt kein Graveyard. Und mit dem Ausbleiben des Graveyards erhöht sich gleichzeitig auch enorm das sogenannte Schepperungspotenzial, das wir bei diesem Gegner feststellen. Ich habe das Gefühl, der Gegner hat gerade wirklich... viel probiert, aber wenig geschafft. Und das ist eine Eigenheit, die stelle ich bei wenigen Gegnern so stark fest wie beim Gegner. Der Gegner wäre von der Effizienz her wirklich nochmal ganz, ganz doll unter dem Wirkungsgrad eines Ottomotors. Da ist gar nichts los. Beim Gegner scheppert alles. Das Game ist durch. Es gibt ein GG. Und man fragt sich natürlich, wie zur Hölle man so hart am Leben vorbeipicken kann. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. Das ist so damals, wie meine Mitschülerin in Politik und Wirtschaft, Leistungskurs nach 3 Jahren, sagt sie, Japan ist ein Entwicklungsland. Super. Hat mir extrem gefallen. Wir gehen weiter rein. 27 Minuten noch. Wir sind gerade 4:1. Das ist sehr, sehr geil. Jetzt ist die Frage, können wir auch weitere Spiele gewinnen? Hier sind wir dabei. Und Harry aus einem Clan, den ich jetzt nicht aussprechen kann. Wir haben den Poison. Und ich sage, wir werden in dieser Auswahl... In dieser Auswahl werden wir den dunklen Prinz bekommen. Der dunkle Prinz, Kors M. Kasimir, der dunkle Prinz wird es sein. Wir werden diesmal den dunklen Prinz bekommen. Guck hin, Großer. Guck hin, der dunkle Prinz. Pekka. Es wird der dunkle Prinz kommen. Es wird der dunkle Prinz kommen, ja? Der dunkle Prinz wird jetzt in der Lage sein, mir 5 Naschis zu schenken. Abgesehen vom dunklen Prinzen hätte ich gerne sowas wie Ebus oder Flugmaschine oder auch die Crackerin. Ein kleiner Zauber wäre super, zum Beispiel ein Schneeball oder ein Barbarenfass. Und natürlich, auch das ist super lecker. Auch das ist super, super lecker. Muski 3 Subs. Esso? Esso, mein Lieber. Was ist denn da los? Nun, das ist eine interessante Entwicklung. Meint jemand das auch gut? 5 Subs bei Graveyard, ja, okay. Ihr könnt natürlich gerne das so abschließen, eure Vorhersagen. Ich habe damit kein Problem. Wir sind im Pool. 1 Sub für den Miner, 3 Sub für die Musketiere. Und die wird jetzt bereits abgegolten. Und jetzt ist die Frage, bekommen wir doch... Oh, und das ist ein richtig geiles Deck. Flugmaschine,
Musketieren und Mighty Miner. Wir haben gute Truppen. Das Problem ist, Harry Kane auf der 9 pickt gerade fantastisch gut. Er pickt fantastisch gut. Jetzt ist die Frage, was bekommen wir hier noch? Das ist jetzt die große Frage. Was werden wir noch bekommen? Wir haben jetzt hier einiges... Ach, der Cage. Der Cage ist auch gut. Der Cage ist auch eine gute Truppe. Problem ist, es gibt den Miner. Für den Miner würde ich nicht nur einen Sub vom Chat bekommen, sondern ich würde sogar tatsächlich einfach mal dem Gegner seine Win-Condition wegpicken. Das wäre sehr, sehr lecker. Mini-Packer plus 2, okay. Wir gucken mal, wenn jetzt der Mini-Packer kommt. Na, dann kann das nicht sein. Es ist der Stil. Ey, ich habe ein gutes Deck. Mein Deck fühlt sich bis hierhin fabelhaft fantastisch an. Es sieht gut aus. Der Gegner hat zwar eine Puffloss. Die Puffloss macht auch extrem viel Sinn. Und die Crackerin macht auch viel Sinn. Jetzt ist natürlich die Frage. 2 Subs für X-Bogen. Okay, X-Bogen 2. Was ist das hier, Digga? Ich komme mir vor wie, was, wie auf einer Auktion, Junge. Jetzt ist die Frage. Ich hätte gern Dark Prince. Friedhof wäre natürlich auch sehr, sehr geil. Ja, ich hab's gesagt. Ich habe es gesagt. Ihr müsst dem Spin vertrauen. Aber der Gegner pickt den Friedhof. Der Gegner pickt den Friedhof. Der Gegner pickt den Friedhof. So. Mein liebster Kurs im Kasimir. Das könnte nun möglicherweise. Und jetzt wäre noch geil. Was haben wir noch gesagt? Mini-Packer wäre noch geil. Oder ein Feuerball. Alter, ich habe ein geiles Deck. Das Problem an meinem Deck ist natürlich die Tatsache, ich habe keine Win-Condition. Und keine Win-Condition könnte jetzt scheppern. Unser Gegner hat Graveyard mit Crackerin. Und die große Frage ist natürlich, was genau kostet einem Kasimir mit den 5 Naschis? Kuss geht raus, vielen, vielen Dank, bigsten Ehre in den Chat. Pawarski, Sai, Surix, Mephisto, X-Iron Beast und Backsounds der Allerechte dürfen sich alle freuen. Kuss geht raus, vielen Dank. Wir haben eine Situation, in der der Gegner jetzt hier, nun, wie soll man sagen, er spielt die Feuerweckerin. Und wir haben einfach den Dunklen Prinz. Das bedeutet, wir können den King Tower jetzt aktivieren. Und der Gegner war zum Glück so schlau, und sich Friedhof und Dunklen Prinz zu picken. Wodurch wir einmal gutes Spiel schauen. Und er so haut einen Zapros für Kors an Kasimir. Den hat er sich natürlich redlich verdient. Jetzt ist die Frage, wie schlau war es von diesem Gegner, Friedhof mit der Crackerin zu kombinieren? Und ich würde jetzt mal behaupten, es war auf einer Skala von schlau bis dumm strunze dumm. Also da geht gar nichts. Da ist alles aus bei dem Gegner. Er hat einfach einen Packer, also er hat eine Crackerin kombiniert mit einem Friedhof. Wir werden jetzt eine Crackerin feuerballen, einfach wo sie kommt auch immer. Wo auch immer sie kommt. Genau. Jetzt kommt hier hinten irgendwie ein E... Oh, Garzen. Ah, Garzen, unlecker. Auch Lotus Dave darf es über einen Zapfen Esso freuen. Kuss natürlich auch an dich, Esso, für diesen Support. Sehr, sehr geil. Wir haben die Flugmaschine. Die macht keinen Hit, überraschenderweise. Okay. Ist aber in Ordnung, wir sind nicht enttäuscht. Wir spielen aber den Schneeball und schneuzen uns im Anschluss die Nase. Das ist noch Teil des Spielzugs, deswegen erwähne ich's. Ich bin das und Patrick ist im 4. Monat und schreibt Moin. Moin Patrick, vielen, vielen Dank für deinen 4. mein lieber Kuss. Geht raus. Wir spielen einmal den großen Gräber und nun ist die große Frage, was macht der Gegner gegen diesen großen Gräber? Was wird er tun? Das ist jetzt der Spielzug des Gegners. Finde ich auch wieder sehr, sehr interessant. Ist tatsächlich gar nicht mal so bad, würde ich behaupten. Also geht auf jeden Fall klar. Das Problem ist halt, der King Tower ist aktiviert. Und Schmanulette schreibt in meinen Chat, huh, seit wann macht die Flugmaschine keinen Death Damage? Liebe Schmanulette, spielst du manchmal ein anderes Game als der Spin und die anderen? Ich kann mich an keinen Zeitpunkt in diesem Leben erinnern, in dem, jetzt predigen wir by the way Guards, na schade, egal. Guck mal, die Guards werden auseinandergeflapscht. Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist halt, das gegnerische Deck ist so unendlich defensiv, dass genau das mir jetzt zum krachenden Verhängnis werden könnte. Denn wir kommen gegen diesen Gegner leider bisher nicht durch. Der Gegner hat sich zwar eine komplette, also eine wirklich gigantisch müllige Offensive zusammengepickt, aber ja, die Tatsache, dass der Gegner jetzt hier sowas macht, finde ich, muss ich sagen, sehr, sehr interessant. Ich spiele einfach diesen Cage und diesen Snowball, damit sollte ich eigentlich die Probleme hier alle erledigen. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwie durchkommen, weil das Problem ist, der Gegner wird durch Core Big Spin, den er natürlich eingetragen hat, immer und immer wieder mal Schaden am Turm verursachen, plus er hat dort den Poison. Also müssen wir jetzt im Prinzip hier den Dunklen Prinz bringen
Dann müssen wir jetzt hier ihn eigentlich zuspammen mit Muskeltieren und Flugmaschine, weil der Gegner hat gerade keinen Zauber mehr. Und jetzt muss der dunkle Prinz natürlich absolut richtig. Och, das macht er gut und bitte. Also das muss jetzt wirklich Damage sein. Wenn das kein Damage ist, ist es verboten. Aber es ist doch genau das, was wir haben wollen. Es ist doch happa, happa, feiner Damage. Der Dark Prinz ist dran. Und damit ist das der nächste Win für den Spin. Wir sind gerade einfach zum Gewinnertypen geworden. Wir gewinnen gerade einfach alles. Und genau so stelle ich mir das vor. Jedes Game wird hier gewonnen. 5:1. Wir hatten ein Ernüchterungsgame. Und jetzt spielen wir gegen Baby Girl. Jetzt spielen wir gegen Baby Girl. Jetzt bin ich gespannt. Nun, Chat, was ist euer Call diesmal? Was sind eure Calls? Her mit den Calls. Ich sage, Tier 3 Sub in Expo. Sehr guter Call. Würde mir aber auch sehr wehtun, wenn es der X-Bogen ist. Ich hoffe, wir kriegen einen kleinen Spell. Und der kleine Prinz lacht mich diesmal extrem an. Kanonenkarre. Kanonenkarre ist gut. Kanonenkarre ist gut. Jetzt ist die Frage, was haben wir hier? Kushti, vielen Dank für deinen Prime. Kuss. 5 Subs bei Goblin Giant, 1 Sub für X-Bogen, 2 Subs für X-Bogen. Tier 3, also bei X-Bogen ist sehr, sehr viel im Pool. Es ist das Barbell. Bubble zunächst einmal in Ordnung. 1 Sub für Little Prince. 1 Sub für Mine, 1 Sub für Expo. 10 Subs für Giant Skelly. Ungedacht ist heute besonders lustig. Und der Gegner pickt den Meganischen Ritter und den Erdbeben, obwohl ich kein Gebäude habe. Mutterhexe 2, Erdbeben 2. Und der Mann pickt, der Gegner den Erdbeben. So eine Sau. Sperrkuh, oder? Okay, interessant. Ich bin gespannt. Komm, jetzt bitte gönn. Mach den Gönnjamin. Pick mir irgendwas. Der Eisgolem, der Eisgolem. Okay, aber fein, wir akzeptieren das Schicksal. All gut. Der Eisgolem ist da, bisher haben wir ein gutes Deck. Moin, Nappy. Besser wäre das Deck natürlich, wenn wir noch irgendwie jetzt Elite-Barbaren zum Beispiel bekommen würden. Oder Hexenmutter wäre sehr, sehr geil. Pfeile. Pfeile sind auch gut. Wir haben erstmal... Der Gegner pickt genau die Karten, die Esso mit Zaps ausgelobt. Was ist das? Babygirl, mach nicht diesen. So, jetzt... Für X-Bogen ist mit Abstand am meisten ausgelobt. Für die Mauerbrecher jetzt mittlerweile auch 3. Ich bin gespannt, was jetzt kommen wird. Was kommt jetzt? Ich bin offen. Ich bin in Cage ist auch gut. Ja, Cage ist auch gut. Nehme ich auf jeden Fall mit. Cage passt. Jetzt wäre es natürlich sehr, sehr geil, wenn wir zum Beispiel den Grünen bekommen würden. Der Grüne würde zwar nicht ins Deck passen, aber der Grüne würde mir 5 Subs bescheren. Deswegen würde ich den Grünen sehr, sehr feiern. Wir haben kein schlechtes Deck. Aber bisher noch keine Karte, die eingeschlagen hat. Kushti schreibt 5 Subs bei Magier. 5 Subs bei Magier. Es sind nicht mehr viele Karten da, für die ich jetzt gar nichts bekomme. Es gibt wenige Nieten. Es gibt wenige Nieten. Der Golem ist eine Niete, der RG ist eine Niete, die Ibab ist eine Niete. Ich habe nicht mal die Pumpe ist eine Niete. Wir haben... Die Veskels. Es ist ein gutes Deck. Ich möchte gegen mein Deck nichts sagen. Also auf Xbox, ich kann dafür nichts, Bro. Ich kann dafür gar nichts. Ich wähle nicht aus. Ich hab das nicht erfunden, Digga. Ich hab das hier nicht erfunden. Ich entziehe mich jeder Verantwortung. Jeder geht nur mit dem Dark Prince, okay? Und jetzt ist die Frage, was genau kommt jetzt? Du fasst es an am Poppes. Gar nichts fache ich hier an. Jetzt wäre eine Win-Condition. Also aus meiner persönlichen Perspektive wäre jetzt ein Elite-Barbaren-Paar fantastisch. Also wie kann ich denn einen Fire Ferret doch bekommen? Ich kann es nicht. Ist aber in Ordnung. Baby Girl aus Cats and Corgis, was auch immer Corgis sind, hat, glaube ich, jetzt selber keine Win Condition. Deswegen wird es jetzt auf jeden Fall sehr interessant, inwiefern wir hier das Ganze einmal machen können. Ich würde sagen, wir setzen einmal hier die Kanonenkarre ein gleich. Der geht dann mit Ritter und Golden Knight. Sehr interessant. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal so. Zack. Und spielen hier einen Barbell rein. Ah, Corgis der Hundeart. Okay, Cats and Corgis. Ah ja, also wirklich ein hier, das könnte gefühlt so ein Instagram-Kanal sein. Cats and Corgis. Was sind Cats? Ja, halt die Schnauze. Wir haben, was hat der Gegner jetzt? Was hat er gegen Kanonkarre Spire für? Wahrscheinlich ein MK, oder? Kommt jetzt ein MK? Nee, Kalbüre. Kann es sein, dass der Gegner auch keine Win-Condition hat? Chat, schreibt, seid mal Ehre und schreibt mir bitte rein, hat der Gegner eine Winnie? Hat er eine Winnie, Chat? Hat er eine oder hat er keine? Ich weiß es nicht. Ja, nope, nein. Leonard schreibt, ja, aber nennt mir die Win-Condition nicht, das ist sehr sass. Nein, endgültig nochmal für alle Beteiligten. Der Meganische Ritter ist keine Win-Condition. Vorsicht, ja? Keine Win-Condition. Hier, keine Win-Condition. Da ist nichts los, okay?
Das muss einmal jetzt bitte akzeptiert werden, dass der meganische Ritter sich nicht als Win-Condition entpuppt. Der geht jetzt hier nicht, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Jetzt setzen wir den Kollegen ein. Freust dich auf die Emo-Valküre? Ich freue mich in erster Linie darüber, dass der Gegner die kanonische Karre durchlaufen lässt. Was ist bei Baby Girl los? Bei Baby Girl Shepard ist, aber Baby Girl gibt mir auch ein gut gespielt. Wir machen auch mal gut gespielt. Ich freue mich auf die EO-Valkyrie, ja, aber man kann auch recht leicht den King Tower mit der Karte aktivieren. Also das muss man auch sagen. Wir setzen einmal den Kollegen ein. Und jetzt ist die Frage, was genau macht Baby Girl gegen diesen Kollegen? Augenscheinlich nicht besonders viel bisher. Also bei Baby Girl Shepherds kann das sein. Der goldene Ritter kommt von Baby Girl rein. Ich würde sagen, wir setzen erstmal den Cage ein. Und jetzt kommt der meganische Ritter. Jetzt erblickt der meganische Ritter das Licht dieser Welt. Das große Problem an dieser... Oh, ich wollte gerade sagen, das große Problem ist der goldene Ritter Charge. Aber meine Freunde, Baby Girl spielt den goldenen Ritter Charge wie Flasche leer. Und das ist doch einfach nur phänomenal fantastisch. Hier gibt es einen wahnsinnig geilen Spirit rein, zap, zap. Und die Lage ist soweit, würde ich sagen, alrighty, mighty. Wir haben eine gute Defense. Wir haben eine solide Situation, in der wir bisher kaum Schaden kassiert haben. Das Problem ist aber, dass ich glaube, dass bei Baby Girl, der hat Triple Ritter. Er hat goldener Ritter. Er hat Triple Ritter. Er hat goldener Ritter, Ritter und Mega Ritter. Ist das dumm? Der Gegner spielt Triple Ritter. Was für ein Müll. Was für ein unendlicher Müll. Das ist ein guter Callchat. Der Gegner hat sich ganz originell einen Triple Ritter Deck gebaut. Ist ja klar, kennt man. Kennt man aus der Meta. Das ist ungefähr so wie Giant Double Minions. Der Gegner spielt Valkyrie Triple Ritter. Klassiker wie Mozart, logisch. Baby Girl schreibt erneut gut gespielt. Baby Girl honoriert unsere extrem ästhetischen, spielerischen Bemühungen hier. Wir werden jetzt einmal die Arrows draufhauen. Zack. Und diese Arrows haben, by the way, gar nichts gebracht, wie man sieht. Wir setzen einmal den eisigen Golem ein und der goldene Ritter kommt jetzt an der Brücke. Interessanter Spielzug von Baby Girl. Aber Baby Girl hat irgendwie bisher, ich sage mal, nicht die allerrosigsten Erfolgsaussichten. Bisher ist bei Baby Girl, ich sage mal, nicht allzu viel los. Spielen einmal die kanonische Karre rein. Und nun ist die große Frage, die man sich hier stellen kann. Was macht eigentlich Baby Girl gegen diesen skeletonischen König und vor allen Dingen aber gegen diese Rascals? Ich meine, Baby Girl muss sich jetzt irgendwas überlegen, aber das ist kein Überlegungsprozess, das ist hier ein Armutszeugnis gerade gewesen. Das war gar nichts. Machen einfach hier den Cage rein, zack. Jetzt gibt es hier einmal das Barbel gleich rein. Das Barbel wird auch sehr, sehr zackig lecker angehaucht werden. Jetzt gibt es hier noch einmal die Pfeile und jetzt ist die Frage, was macht Baby Girl hier? Und Baby Girl bricht leider in Tränen aus, wie man sehen kann. Da kann sie tatsächlich nur noch ihre Katze oder ihr Corgi trösten. Ich glaube, das sieht nicht gut aus, tatsächlich. Das sieht nicht gut aus hier. Das Game wird durch sein. So wie es gerade zumindest aussieht. Es gibt ja einmal den Eismagier rein. Und trotz dreier Ritter ist das Deck von Baby Girl irgendwie nicht allzu edel. Der Golden Knight chargt einmal wieder rein. Und jetzt gibt es hier den Koboldkäfig. Warum sagt auf einmal die Hälfte meines Chats Eismagier? Habe ich gesagt Eismagier? Nein, ich meine natürlich nicht Eismagier, wenn ich das gesagt habe. Welche Karte war der Eismagier? Ich meinte nicht den Eismagier. Aber wer aus dem Chat gerade sagt, dass der Dark Prince ein Ritter ist, der hat auch ganz schön krass eine Lunte gezogen. Was ist denn da los bei euch? Nee, also Triple Ritter wäre jetzt tatsächlich auch keine Taktik, die ich in Ladder verfolgen würde. Triple Ritter wäre jetzt nicht das, was ich euch in meinem nächsten Video für die Top 3 Decks der besten Season nahelegen würde. Aber Baby Girl hat gedacht, das sei eine gute Idee. Baby Girl ist damit leider auf die Schulte geflogen und dementsprechend gibt es ja ein gutes Spiel. Aber man muss sagen, Baby Girl hat immerhin honoriert, dass wir hier das Ganze gut gespielt haben. Ne? Das ist super. Wir gehen weiter rein und jetzt sind wir 6:1. Wir haben noch 12 Minuten on the clock. Und meine Freunde, der nächste Draft ist eröffnet. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was wir hier bekommen werden. Mich lächelt mit einem breiten Grinsen der P-Hönix an. Der Phönix ist fantastisch. Es sind wieder die Spiele eröffnet. Tier 3 Sub, wenn E-Golem. 15 Subs bei Queen. Skelly Drakes sind fantastisch lecker. 5 Subs bei Hawk. Auch ein guter Call. Und ich könnte, und das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung von Captain Rage, 5 Subs bei Gas, er nimmt mir den Phönix weg. Axel! Ich könnte Triple Ritter bekommen, Chat. Ich könnte 20 Subs bei Triple Ritter. Junge, also wenn ich Triple Ritter bekomme, ist wirklich alles aus. Das ist der Golem. Das ist der Golem. Der lacht mich auf den ersten Blick tatsächlich nicht sonderlich an, muss ich sagen. Laulot zuerst schreit in dem Moment, es wird Golem. Das ist jetzt der Golem, aber nicht mal der E-Golem.
Doppelprinz 5, auch ein interessanter Call. Innerhalb von 2 Karten 15 Elixier zu bekommen. Das ist wirklich eine Kunst. Das ist wirklich eine krasse Kunst. Das ist wirklich eine krasse Kunst. Wenn ich jetzt noch Argy und dann Egolem bekomme, dann kann ich das Buch geschichtsträchtig zumachen. Dann nehme ich das Buch und klappe es zu. Ich klappe es einfach zu. Da gibt es für mich nichts mehr zu lesen, nichts mehr für mich zu entdecken, gar nichts los. Es ist der Erdische Beben. Immerhin, der ist da, das ist cool. Jetzt ist die Frage, was bekommen wir noch? Die Guards wollen wir weggepickt, sehr, sehr geil, dass mein Gegner mir wieder die Guards wegpickt, super. Jetzt ist im Prinzip meine letzte Hoffnung, was ist meine letzte Hoffnung? Der E-Golem. Oh, der Doppelprinz! Doppelprinz ist noch im Game! Doppelprinz ist noch im Game. MRX hält sein Versprechen. Kurz für den Sub am Paradox. Ehre, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt. Der Gegner mit Inferno-Turm. Der Gegner ist ein Man of Culture. Er weiß, dass der Inferno-Turm gut gegen die Truppen ist, also nimmt er ihn. Guards werden gepickt, dann 5 Subs bei Rakete. Oh, Junge. Es scheppert komplett. Also, Packer-Doppelprinz wäre wild, ja. Wenn wir jetzt noch Prinz und Rakete bekommen, dann ist es krass. Prinz und Rakete wären jetzt wirklich Vogelwild. Es wäre Birdwild. Prinz, Rakete wären geil. Ansonsten Egolem wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das Geile wäre sogar, Rakete würde sogar Sinn ergeben, weil wir spielen gegen den Spark. Von allen Karten. Hi Crystal schreibt 3 Subs bei Frostzauber. Mein Lieber. Hi Crystal. Was geht bei dir? Wie war der Tag? Das ist doch fantastisch. Super. Ach, 2 bekomme ich, wie ich das geschrieben. Also ist das so. Jetzt bekommt der Gegner, jetzt hat der Gegner Ballon. Und jetzt noch den Egolem. Ich würde den, also besser wäre noch der Prinz. Wenn ich jetzt den Prinz bekomme, dann wäre es fantastisch. Jetzt ein richtig geiler Prinz einfach. Komm. Hock. Wer hat Hock geschrieben? Wer hat Hock geschrieben? Einer hat Hock geschrieben. Einer hat Hock geschrieben. Einer hat Hock geschrieben. Oder war das letzte Runde? Nein, Benjamin. 5 Subs bei Hock. Das haben wir. Da ist es. Fantastisch. Es ist so Bidumi. Wir setzen den Schweinereiter ein. Und jetzt ist die Frage. Oh. Der infernalische Turm kommt rein und fällt erstmal. Und das ist genauso lecker wie die Naschis von Benjamin. Kuss geht raus. X Hyperon, Brother Ink, Kippont, Lavium und Crip dürfen sich alle freuen. Kuss geht raus, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Und Esso mit dem Sub für Lukas X2358. Ehre, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, Esso. Kuss geht raus. Was haben wir jetzt hier? Wir können theoretisch freezen. Mal gucken, was der Gegner jetzt aber macht. Der müsste eigentlich eher die Guards, ne? Hat er nicht die Guards? Ja. Guards sind etwas am Saugen. Ich würde sagen, wir spielen hier einmal den Dark Prince rein. 10 Subs, wenn du Katharina, Birgit, Martha und Martin in den nächsten 30 Sekunden grüßt. Ich grüße Katharina, Birgit, Martha und Martin. Grüße gerne an euch raus. Ich hoffe, ihr habt ein besinnliches Weihnachtsfest. Der Freeze sollte, auf dem Papier war er gut. In Realität war er Müll. Mir fällt gerade auf, ich habe nichts gegen die Minions, ne? Also ich habe gegen die Minions natürlich nichts. Aber hey, wir akzeptieren unser Schicksal. Und Benjamin grüße ich auch noch. Benjamin, Katharina, Birgit, Martha und Martin. Grüße gehen raus. Freut mich, dass ihr hier seid und euch den Stream anschaut. Super. Macht ihr gut. Ich habe nicht genug gegen R. Ich habe ungefähr... Du hast den Punkt verfehlt. Es sind... Können wir ihn bannen? I mean, come on. Wir haben... Das Ei ist respawned, ja. Aber jetzt ist die Frage, was macht der Gegner hier? Beim Gegner scheppert es ein bisschen, kann das sein? Beim Gegner ist es etwas gerade am Scheppern. Kann man, würde ich sagen, durchaus so sagen, oder?
Ich habe diesen Gegner gerade mit dem mächtigen Miner einfach mal in seine extrem krassen Schrankenschranken gewiesen. Da ist gar nichts los. Jetzt ist der Freeze da. Und bei diesem Gegner scheppert es aus allen Rohren. Das Game ist durch. Und Axel aus Desillusion ist es gar nicht. Bei Axel, da sind alle Lichter aus. Da kann gerade die Polizei, Ruhestörung, zack, gar nichts los. Wir haben gewonnen. Und jetzt sind wir in dieser Challenge tatsächlich gerade einfach mal 7:1. Und wir gehen ins nächste Game. Das Game ist jetzt die Entscheidung. Können wir hier 8:1 geben? Ich spiele gegen Tanner. Ist Tanner nicht sogar im Chat? Jetzt haben wir hier... Oh, wir haben wieder geile Truppen. Wir haben Feuerball. Tier 3 Subband Ego-Lamp. Der Ego-Lamp ist auch immer am Start. Irgendwann muss jetzt auch mal der Ego-Lamp kommen. Skelly King. Es ist der Skelly King. 2 Subs, 2, 3 M. Es ist der... 5 Subs für Ofen, 5 Subs für Bandit. Ich sag Drill, Nachthexe muss Hexe gleich 5. Skelly Barrel und der Mighty Miner kommen rein. Jetzt ist die Frage, was genau werden wir jetzt hier tun? Was werden wir bekommen? Schon wieder der Golem. Supercell dachte sich, yo, eben hast du den Golem nicht gespielt. Also geben wir dir so lange einfach Golem, bis du den Golem spielst. Das macht Supercell einfach. Wir sagen einfach, ja, das ist es. Das ist bestimmt eine gute Idee. Jetzt wäre irgendwas geil. Sepp ist cool. Sepp ist sehr, sehr cool, ja. 2 Sub, Sepp. Strafi, mein Lieber. Super Deal. Sub bei Sepp. Siglot, super Deal. Sepp gefällt euch allen. Sepp gefällt auch mir. Super Sache. Jetzt hat der Gegner natürlich die Doppelhexe schon gepickt. Das ist sehr, sehr schade. Tanner denkt sich, ja, Hexe ist bestimmt ein guter Pick hier. Gerade wo es noch Poison gibt. Gerade wo es noch, ja, eigentlich essentially Poison gibt gegen die Hexe. Pickt er erstmal Hexe. Siglot mit dem Sub mit Silvester 1. Alles machst du richtig. Kuss. Und der Eus und Strafi mit 2 Subs. Vielen, vielen Dank. Praktikal und Lenji dürfen sich alle freuen. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank für den Support. Die Situation ist cool. Ein Eus schmeckt mir extrem lecker. Der ist super. Jetzt ist es an der Zeit, Karten zu bekommen, die auf der Liste stehen. Jetzt ist es an der Zeit, Karten zu bekommen, die auf der Liste stehen. 3 bei Lok. EE Salo. Was geht? Jetzt wäre zum Beispiel kein Triple Ghost 10 Subs. Nun, ich glaube, Triple Ghost wird nicht passieren. Esalo 3 Block, Mr. X 1 Block, es ist doch fantastisch. Jetzt einfach nochmal die 3 Mystizierenden und ein Ego-Lim, es wäre doch super. Es wäre doch jetzt einfach super, das würde mich freuen. Und noch ein Ofen wäre dabei. Wir haben hier gute Möglichkeiten, nochmal wirklich, ich sage mal, gewinnbringend dieses Deck zu bauen. Ja, das könnte sehr interessant werden jetzt. Die Frage ist, was haben wir jetzt hier? 3M wäre sehr, sehr lecker. Das, was ich gerade bekommen habe, ne? Ist offiziell die größte Niete. Es ist die allergrößte Niete, die ich hätte bekommen können. Die allergrößte Niete. Es gibt keine größere Niete. Ich hasse die... Ofen! Ofen! Es ist der Ofen! Hallo! Es ist der Ofen! Here we go! Es ist der Ofen! Lecker! Here we go! Captain Rage! Es ist fantastisch. Heatsprint, Esso. Was geht, Großer? Captain Rage mit 2 Subkills. Vielen, vielen Dank. Edie Metgar. Und Johnny Deutscher dürfen sich freuen. Und Mr. X haut einen Subbus für Edwin 07. Vielen, vielen Dank, Mr. X, auch für das Subgift. Ehre. Blutige Kiefen müpfen. Ofen. Kuss. Jetzt haben wir, ich würde sagen, sogar ungelogen einigermaßen gutes Deck. Bruder, was ein dumm geiles Format. Ich wollte eine Stunde lang keine Karten wählen. Es ist komplett eskaliert. Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich passiert gerade. Ich habe keine Ahnung. Und Lane Ellis hat trotzdem rein mit Stufe 3. Wenn es das Game schon nicht hergibt, macht Lenny auf Ehre es trotzdem. Kuss! Elfter Monat hier 30 habe, schmeckt doch extrem fantastisch. Eine Stunde lang keine Karten setzen. Nun. Komm, Junk. Hater würden sagen, ich habe einen Kite gefällt. Hater würden sagen, ich habe einen Kite gefällt.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht nur Hater sagen würden, sondern dass ich auch das auch sagen würde. Ich habe gerade offiziell einen Kite gefällt, höchst offiziell. Die Frage ist, wie lösen wir diesen Gesamtkomplex jetzt? Esso mit einem Sub für der fröhliche Louis und für Pago, was ist denn jetzt hier los? Vielen, vielen Dank. Und S-Memes hat einen Sub raus für Big Spins OnlyFans. Auch das ist natürlich sehr, sehr cool. Freut mich, dass jetzt auch mein OnlyFans-Kanal einen extra Sub bekommt, Kapi. Vielen Dank dafür. Denke, das sollte jetzt besser rübergehen. Mal gucken, ob es macht. Ja, aber jetzt gibt es den originalen OG extrem geilen Kite. Der originale OG extrem geile Kite hat irgendwie nichts gebracht. Wie lösen wir das jetzt? Der Packer mit einem Teleskop-Hit. Sehr, sehr interessant. Die Frage ist, wie deffen wir das Ganze jetzt? Und diese Frage ist gerade eine relativ, ich sage mal, groß im Raum stehende. Denn ich habe das Gefühl, dass es möglicherweise etwas schwieriger wird, diesen ganzen Lachs zu deffen, wenn ich mir das so anschaue. Auf der anderen Seite müssen wir im Grunde nur seine Hexe down bekommen und dann vielleicht irgendwann einfach mal nicht failen. Das wäre super. Aber ich würde jetzt zunächst einmal sagen, beschweren kann man sich, also ich kann mich schon extrem beschweren, weil ich nicht gegen Packer und MK durchkomme, gegen Packer und Mini-Packer. Aber ich habe noch, weißt du, ich habe noch so ein bisschen Hoffnung, checkst du? Ich habe noch so ein bisschen Hoffen tue ich noch, ja? So ein bisschen Hoffnung ist doch da. Ich würde sagen, wir werden das Ganze jetzt einmal hier kiten, ja, kiten machen wir, zack. Es wäre natürlich nochmal sehr, sehr, ich würde sagen, sehr, sehr würdigend. Ein würdigender Abschluss, wenn ich dieses Game jetzt nochmal in irgendeiner Form gewinnen würde. Aber ich glaube halt wirklich, dass es passieren kann. Ne? Ich glaube noch wirklich an das Herz der Karten, dass wir dieses Game vielleicht noch in irgendeiner Form gewinnen können. Kann aber natürlich auch sein, dass ich mich massiv täusche. Und ich glaube, jetzt gerade wird tatsächlich revealed, dass ich mich extrem täusche. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gegen die Hexen in Kombination mit einem Doppelpacker, mit Doppel-Wing-Condition, die einfach nur dumm auf den Turm draufläuft, und gegen einen Poison relativ wenig tun können tatsächlich. Mein Gegner lacht. Tana lacht. Ich werde ausgelacht von meinem Gegner dafür, dass ich keine Karten gepickt habe. Und das weiß er natürlich fairerweise nicht, ganz klar. Aber ich werde einfach dafür ausgelacht. Das ist krass. Also muss ich sagen, ja. Eine interessante Wendung, die sich hier ereignet. Machen das Ganze so, zack. Jetzt ist die Frage, was macht er hier? Wenn wir jetzt den Eos bringen und dann sozusagen hier unser eigenes Ding machen. Wir machen mal unser eigenes Ding. Guck mal, wir machen mal so hier, zack. Machen wir den Heilgeist rein, zack. Dann machen wir noch die Zündung, zack. Ich hoffe, das ist gut. Jetzt bringen wir noch den goblinischen Giganten rein. Es stirbt zwar alles, aber ist egal. Wobei, warte mal. Mann, er spielt auch, als wenn es um alles geht. Ums Leben seiner Family, Digga. Chill doch mal. Golem Kite. Wir sind jetzt dran. Aber ich werde nicht gewinnen. Mein Gegner hat Packer, Pinimecker. Dann hat er noch. Und ich habe halt Golem Goblin Giant. Ne? Also eigentlich ist es egal, was er hat, wenn ich Golem Goblin Giant habe. Und ich habe leider Golem Goblin Giant. Und das kracht halt einfach nur auf diese ganz exorbitant krasse Art und Weise in der Kracherform rein. Wir sorgen das Ganze jetzt. Zack, spielen den nächsten Eos. Ich stelle nur eine Sache mit etwas Unbehagen fest. Der Gegner hat ein 1000 zu 0 der absoluten Deluxe-Version. Ja, man könnte meinen, er hat Geld für dieses exklusive Matchup bezahlt. Aber es ist nicht so, denn tatsächlich habe ich meine Karten nicht gewählt. Das bedeutet, ich bin in diesem Turnier 8 zu 2 gegangen, in dieser Challenge. Ich bin 8 zu 2 gegangen. Es war mein absolutes Fest. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Experiment in die Kommentare. Ich bin darauf sehr, sehr gespannt. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.